Hallo, hallo, willkommen zur, da sind die Kopfhörer, Rache des Sub, März 2024. Ich schaue mir an, welche Bücher im März 2021 neu bei mir eingezogen sind, wie viel davon noch immer ungelesen auf dem Sub, auf dem Stapel ungelesener Bücher liegen. Und dann habe ich 3 Monate Zeit, sie zu lesen. Was dann passiert, seht ihr dann immer im Quartalsfazit, wo ich 3 Monate zusammenpacke und eben schaue, ob ich sie dann gelesen habe oder aussortiert, ob sie ungelesen, aber weiter auf meinem Sub bleiben sollen. Und dann muss ich einen Obolus spenden. Das habe ich mir so selbst auferlegt. Das ist die Challenge, die ich jetzt schon wirklich lange mache. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir die Videos vorher nicht an. Ich springe jetzt mal zu dem Lesemonat März 2020. 21. Kommen wir zu den Neuzugängen. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5 Bücher eingezogen. Nun gut. Die zeige ich euch jetzt. Ich hatte ja berichtet, dass ich direkt am ersten Tag, als die Buchhandlungen wieder geöffnet haben konnten, im Buchladen war. Und zwar habe ich einmal ein Buch mir geholt. Das habe ich schon super lange bei Rebuy auf der Wishlist. Und jedes Mal, wenn ich so einen Alarm bekomme, dann ist es innerhalb von wenigen Minuten weg. Oder es ist so teuer, in Anführungszeichen, dass ich mir jetzt einfach das neue Buch geholt habe, weil ja bei den Zuständen weiß man ja immer nicht so genau, wie gut es ist und wenn es dann wirklich nur 1 € günstiger ist. Klar, es ist nachhaltiger, ein gebrauchtes Buch zu kaufen, aber vielleicht freut sich lieber jemand anderes darüber, denn von dem Autorin und ich ja, erhoffe mir sehr viel von dem Buch, deswegen hoffe ich, dass es hier bleiben darf, dass es mir so gut gefällt. Und zwar von meinem Lieblingsautor, wo ich bis jetzt aber nur die Jugenddystopien gelesen habe. Und zwar Kompass ohne Norden. Neil Schusterman ist so lange schon auf meiner Wunschliste und mein Sub ist groß. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, es zu lesen, aber es ist jetzt hier und es macht mich sehr, sehr glücklich, dass ich dieses Buch von Neil Schusterman auch habe. Ja, ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, es zu lesen. Claudia, Vergangenheits-Claudia, jetzt hast du 3 Monate Zeit. Lovely. Ja, Kompass ohne Norden von Neil Schusterman ist noch ungelesen. Ich sage dann gleich was dazu, wenn ich die Bücher hier zu mir hole und euch näher vorstelle. Nummer 1 auf der Liste. Toll, toll, toll. Und zwar, das erste Buch ist relativ neu rausgekommen, jetzt im Frühjahr. Und ich finde, es ist ein so, so schönes Cover. Es gefällt mir richtig gut. Ist auch ein Hardcover von Kiara Carity. Ich habe keine Ahnung, wie man die gute Chiara, Entschuldigung, Chiara, also den Vornamen kann ich auf jeden Fall aussprechen, Chiara, aus dem Goldmann Verlag, Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Okay, das zweite Buch, was neu eingezogen ist im März 21, habe ich zum Glück gelesen. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. War ein Rezensionsexemplar. Ich glaube, ich habe es dann sogar als Hörbuch gehört. Eigentlich, ja, ein Thema, was mich total interessiert. Es geht um Roadtrip, zwei Freundinnen, die sehr unterschiedlich sind. Und ja, die eine hat eine unheilbare Krankheit. Ich weiß gar nicht, was es war, was MS. Egal, sie hat eine schlimme Krankheit und sie möchte gerne Sterbehilfe begehen und möchte dafür in die Schweiz. Also sie fahren irgendwo hin, wo das möglich ist. Und die Freundin, ja, wie die erstmal dazu kommen, dass sie in dem Auto zusammensitzen und dahin fahren und auch noch der dementkranke Vater der Freundin dabei ist, das erfahrt ihr am Anfang des Buches. Und dann beginnt halt dieser Roadtrip. Ich weiß gar nicht, ob es 3 oder 4 Sterne bekommen hat. Ich fand es grundsätzlich gut. Ich fand den Humor aber nicht so unbedingt mein Geschmack. Es war halt nicht so unbedingt mein Geschmack. Und ich habe auch vieles wieder vergessen. Ist schon ein bisschen her, wo ich es gelesen habe oder gehört habe. Es war in Ordnung, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich fand die ja, Protagonistin, die Freundin, die ihre Freundin, andere Freundin davon abhält oder versucht abzuhalten, Sterbehilfe zu begehen, fand ich ein bisschen nervig und schwierig. Ich habe da ein sehr eindeutig starke Meinung zu diesem Thema. Von daher war mir die Protagonistin, aus deren Sicht das erzählt ist, nicht so nah. Mit dem Ende war ich dann aber sehr zufrieden. Und ja, es war in Ordnung, aber viel wichtiger, es ist gelesen. Weiter im Text. Ein zweites Rezensionsexemplar. Und das ist dieses Jahr, also es ist nicht nur dieses Jahr wichtig, es ist grundsätzlich ein wichtiges Thema, aber ja, auch im letzten Jahr haben wir viel dazu gehört, aber richtig viel weiß ich über Sophie Scholl tatsächlich nicht, außer die groben Fakten. Deshalb
habe ich dieses Buch angefragt und auch bekommen. Das möchte ich zeitnah lesen, weil das ist auch nicht sonderlich dick. Ich möchte einfach meinen Wissensschatz in dem Fall erweitern. Und zwar Einer muss anfangen von Werner Milstein. Ja, das ist jetzt unangenehm. Ich habe tatsächlich dieses Buch, Einer muss doch anfangen, wo es um das Leben von Sophie Scholl geht, immer noch nicht gelesen. Das landet jetzt auch auf der Rache. Ich drehe dieses Video im Januar und ich muss sagen, das wird wirklich mal Zeit, dass ich das lese. Und das, ich will nicht sagen, passt in die Zeit, aber es ist wichtiger denn je. Okay, Einer muss doch anfangen. Ich notiere mir das. Und am Ende kommt die Abrechnung weiter im Text, in der Hoffnung, dass nicht noch mehr ungelesene Bücher bei mir landen. Dann wäre im März eigentlich eine Autorenlesung gewesen, auf die ich mich riesig gefreut habe. Und zwar hat Sophie Passmann ein neues Buch geschrieben und sollte auf Lesereise gehen. Was natürlich ausgefallen ist, ich habe noch gar keinen Ersatztermin, es soll Ersatztermine geben und es sollte um ihr neues Buch gehen, was ich mir dann einfach gekauft habe, denn irgendwann wird diese Lesung stattfinden, ich werde hingehen und mir eine Unterschrift holen, denn ich bin ein Fangirl. Ich bin hauptsächlich Fangirl ihres Instagram-Accounts und ja, sie hat Komplett Gänsehaut geschrieben. Komplett Gänsehaut von Sophie Passmann ist gelesen und ja, ich war damals... Also die ursprüngliche Lesung hat nicht stattgefunden aufgrund von Corona. Ich war kürzlich bei einer Lesung, dann aber jetzt schon zu ihrem aktuellen Buch, zu ihrem dritten Buch, Pick Me Girls. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt drin habe im Schnitt. Ich sage sowas wie, ich wäre auf einer Lesung, dann lasse ich mir es unterschreiben. Sophie Passmann unterzeichnet keine Bücher oder zumindest hat sie das da nicht gemacht. Und ich glaube, sie macht das wahrscheinlich grundsätzlich nicht. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ist auch in Ordnung. Ja, mit Sophie Passmann, ich habe jetzt drei Bücher von ihr gelesen, bin ich durch. Ich mag sie auf Instagram. Ich finde das meiste, was sie macht, toll und bin da voll ihrer Meinung. Und bei anderen Sachen ist es auch gut, mal unterschiedlicher Meinung zu sein und in Diskurs zu gehen. Zumindest innerlich, weil mit ihr sprechen kann ich nicht. Aber ihre Bücher sind nicht so meins. Sie hat live auf der Bühne, ich war ja dann bei der Lesung, wobei das keine klassische Lesung ist, sondern sie einfach, ja, nicht Stand-Up-Comedy, aber einfach erzählt. Und das hat sie richtig gut gemacht und auch gut die Sachen, die dann in dem Buch vorkommen, mit eingefangen, ohne sie vorlesen zu müssen. Aber sie funktioniert für mich einfach in Person besser als im geschriebenen Wort. Was in Ordnung ist, was einfach bedeutet, ich werde kein weiteres Buch von Sophie Passmann kaufen. Und das ist gelesen. Weil ich aber sowieso dabei war, habe ich mir gedacht, es wird Zeit, dass ich ihr erstes Buch, was auch sehr, sehr, sehr erfolgreich war, lese. Und zwar Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Okay, ich habe mir auch noch das andere Buch von ihr geholt, das erste. Aber ja, das auch da schon angefangen zu lesen und das ist auch gelesen. Also Alte weiße Männer habe ich auch schon gelesen. Das bedeutet, ich hole jetzt die zwei ungelesenen Bücher. Immerhin nur zwei, damit kann ich leben. Ja. Und da sind die beiden Bücher, sind tatsächlich beide gar nicht so dick. Einmal das Sophie Scholl Buch, Das Leben der Sophie Scholl, Einer muss doch anfangen von Werner Milstein. Damals ein Rezensionsexemplar gewesen, ist immer noch ein Rezensionsexemplar, ist mir auch wirklich unangenehm. Aber irgendwann habe ich dann auch aufgehört, die anzufordern, wenn ich sie nicht wirklich sofort lese. Hier sind auch viele Bilder drin und das ist, glaube ich, auch wirklich... Es ist nicht wahnsinnig eng geschrieben, das ist auch relativ schnell gelesen, wobei da bin ich mir gar nicht so sicher, weil es ja sehr sachlich und ja, ein Sachbuch ist. Und ich hoffe, es ist so geschrieben und angenehm gut geschrieben, dass ja, ich das gut lesen kann und es wird wirklich Zeit, dass das endlich gelesen wird. Und dann haben wir hier Neil Schustermans Kompass ohne Norden, ein bisschen dicker, aber auch... Ach, diese Zeichnung von seinem Sohn drin. Denn es ist zwar ein Roman, aber es geht hier um Schizophrenie. Und ich dachte immer, dass Neil Schusterman auch einen Sohn hat, der Schizophrenie hat oder schizophren ist. Ich weiß gar nicht, wie man es genau korrekt auch bezeichnet. Ja, hier steht es auch. Neil Schusterman hat übrigens auch Psychologie studiert. Und ja, dieser Roman basiert auf den Erfahrungen mit der Schizophrenie seines Sohnes und wurde 2015 auch noch mit dem National Book Award und 2019 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Und ich muss sagen, Neil Schusterman schreibt einfach so unfassbar gut. Ich kenne halt nur seine Dystopien bisher und bin sehr gespannt auf diesen Roman. Und jetzt wird es auch wirklich Zeit, den zu lesen. Zwei sehr unterschiedliche Bücher. Aber ich freue mich darauf, dass sie jetzt auf der Rache sind, weil das bedeutet, dass ich sie sehr wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten auf jeden Fall lesen werde, weil ich mit der Rache schon, ja, gut dabei bin. Und Fun Fact an dieser Stelle, ich habe jetzt die Märzrache gedreht.
weil ich dachte, ich hätte Februar schon gedreht. Und auf meiner Liste habe ich gerade gesehen, dass für Februar nichts draufsteht. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Februar noch gar nicht gedreht. Ich war etwas voreilig. Aber gut, dann weiß ich zumindest schon anderthalb Monate vorher, dass diese beiden Bücher gelesen werden müssen. Ich werde jetzt noch die Februarrache drehen. Wenn ihr dieses Video jetzt gesehen habt, dann ist die schon längst online. Ja, das ist ein bisschen durcheinander jetzt. Aber ich bin gespannt. Ich habe keine Angst, aber ich bin gespannt, was im Februar 21 bei mir eingezogen ist. Bevor das Video zu lang wird, wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Abonniert den Kanal, dann werdet ihr im Quartalsfazit und in den Lesemonaten erfahren, was mit diesen Büchern passiert ist, ob ich sie wirklich lesen werde. Der schlechteste Cliffhanger ever. Aber hier geht es ja auch nicht um einen Thriller, sondern ums Bücherlesen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.